Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne, herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Dragon Age Origins. Wir sind zurück im Lager, reden nochmal mit Spike. Glückliches Bellen, geil. Und jetzt Duncan, ansonsten haben wir hier auch kein weiteres Ziel, oder? Also kein direktes zumindest. König Karlins Zelt, Bisswinger, Lazarett. Ihr seid also zurück aus der Wildnis. Hattet ihr Erfolg? Es war nicht leicht, aber die Antwort ist ja. Gut. Die Magier des Zirkels haben alles vorbereitet. Jetzt, wo wir das Blut haben, können wir sofort mit dem Beitritt beginnen. Erzählst du jetzt, worum es bei dem Ritual geht? Ich will euch nichts vormachen. Wir grauen Wächter bezahlen einen hohen Preis, um das zu werden, was wir sind. Das Schicksal entscheidet, ob ihr den Preis erst später oder schon jetzt bezahlt. Willst du damit sagen, dass uns dieses Ritual umbringen kann? Ich bin so weit gekommen, ich will es zu Ende bringen. Ist der Beitritt deshalb so geheim? Es wäre schön, wenn diese Geheimnistuerei überflüssig wäre und alle die Notwendigkeit eines solchen Opfers verstünden. Aber leider wird das niemals so sein. Dann mal los. Ich brenne darauf, mir diesen Beitritt jetzt anzusehen. Ich stimme zu. Bringen wir es hinter uns. Dann lasst uns beginnen. Alistair, bring sie zum alten Tempel. Je mehr ich über diesen Beitritt höre, desto weniger gefällt er mir. Fangt ihr schon wieder an zu flennen? Was sollen all diese verdammten Tests? Habe ich mir meinen Platz nicht schon längst verdient? Vielleicht ist es so Tradition. Vielleicht wollen sie euch nur ärgern. Beruhigt euch, wir können jetzt nicht daran ändern. Mir macht das auch nicht mehr Spaß als euch. Hört auf, euch anzukläffen. Ich kriege Kopfschmerzen. Nee. Beruhigt euch, wir können jetzt nicht mehr daran ändern. Ich weiß nur, dass meine Frau in High Ever ist und ein Kind erwartet. Wenn sie mich vorgewarnt hätten. Es ist einfach nicht fair. Wärt ihr hergekommen, wenn sie euch gewarnt hätten? Vielleicht haben sie es genau aus diesem Grund nicht getan. Die Wächter tun, was sie tun müssen, richtig? Und dazu gehört auch uns zu opfern? Ich würde noch weit mehr opfern, wenn ich wüsste, dass es die Verderbnis aufhält. Könnt ihr beiden mal die Klappe halten, oder was? Es ist schrecklich, so etwas zu sagen, aber das wissen wir nicht, David. Das ist ein gutes Argument. Aber das wissen wir nicht, David. Tun wir nicht? Die grauen Wächter haben die Welt schon einmal von der dunklen Brut gerettet. Ich würde sagen, sie wissen besser als jeder andere, was dafür nötig ist. Ihr habt die dunkle Brut gesehen, Sir Ritter. Würdet ihr nicht sterben, um eure hübsche Frau vor ihr zu retten? Ich... Vielleicht sterbt ihr. Vielleicht sterben wir alle. Aber wenn niemand die dunkle Brut aufhält, sterben wir mit Sicherheit. Ich bin nur noch nie auf einen Gegner getroffen, den ich nicht mit dem Schwert bekämpfen konnte. Lasst uns also mit dem Beitritt beginnen. Die Grauen Wächter wurden während der ersten Verderbnis gegründet, als die Menschheit am Rande der Vernichtung stand. Und es begab sich, dass die ersten Grauen Wächter vom Blut der dunklen Brut tranken und ihre Verderbtheit überwanden. Wir sollen das Blut dieser Kreaturen trinken? So wie es die ersten Grauen Wächter vor uns getan haben und wie wir es vor euch getan haben. Das ist die Quelle unserer Kraft und unser Weg zum Sieg. Diejenigen, die den Beitritt überleben, werden immun gegen die Verderbtheit. Wir können sie in der dunklen Brut spüren und nutzen sie, um den Erzdämon zu vernichten. Na toll, hoffentlich überleben das alle. Ich habe mich gerade an meine Kameraden gewöhnt und will nicht, dass sie sterben. Bringen wir es hinter uns, diejenigen, die überleben. Und wenn wir nicht sicher sind, ob wir das wollen, bringen wir es hinter uns. Vor dem Beitritt werden nur wenige Worte gesprochen. Aber es sind die gleichen, die auch beim allerersten Ritual gesprochen wurden. Alistair, bitte. Tretet uns bei, Brüder und Schwestern. Kommt zu uns in den Schatten, wo wir wachsam warten. Tretet uns bei und tragt mit uns die Bürde, die getragen werden muss. Und solltet ihr fallen, wisset, dass euer Opfer nicht vergessen wird. Und dass wir eines Tages zu euch kommen werden. David, tritt vor. Bauer!
Die hätten lieber dem Angsthasen da den ersten Schluck geben sollen. Es tut mir leid, Devil. Oh nein! Tritt vor, Jory. Aber ich habe eine Frau. Ein Kind. Hätte ich es gewusst. Es gibt kein Zurück. Nein! Das ist zu viel verlangt. Daran ist nichts Ehrenhaftes. Es tut mir leid. Was zur Hölle? Aber der Beitritt ist noch nicht abgeschlossen. Du wirst aufgefordert, dich der Verderbtheit für ein höheres Ziel auszuliefern. Von diesem Moment an bist du ein grauer Wächter. Es ist vollbracht. Willkommen. Zwei weitere, die wir verloren haben. Bei meinem Beitritt ist nur einer gestorben, aber es war grauenhaft. Ich bin froh, dass es zumindest einer von euch geschafft hat. Wie fühlst du dich? Okay, bevor wir jetzt antworten, lassen wir das erstmal kurz Revue passieren, ne? Also erstens, unser Schurke ist gestorben, weil er das Zeug nicht vertragen hat. Okay. Das finde ich schon mal ziemlich kacke, aber ist halt so, ne? Und der andere Typ, der eine Frau hat, die gerade schwanger ist, meine Freunde, der ist gestorben, weil der Chef von den Grauen Wächtern sich gedacht hat, okay, wenn der andere Typ nicht beitreten will, dann bringe ich ihn einfach mal um oder was? What the fuck? Ich habe gedacht, er nimmt ihm die Waffe weg und flößt ihm das Gift mit Absicht ein, also mit Gewalt halt. Das wäre noch nachvollziehbar gewesen. Das wäre immer noch krass, aber das hätte ich noch gerade so nachvollziehen können, dass er ihm mit Gewalt das Blut einflößt. Aber nee, er bringt ihn einfach um in einer Situation, wo sie eine riesige Schlacht vor sich haben gegen eine dunkle Brut, die wahrscheinlich größer ist als jemals zuvor. Und er selbst sagt, dass die grauen Wächter nicht mehr so sind wie früher, weil sie viel, viel weniger sind. Und er bringt einen potenziellen Kandidaten um, nur weil der keinen Bock drauf hat. Man hätte ihn doch locker überwinden können. Und also das kann ich null nachvollziehen. Das ist ja ein programmiertes Spiel. Ich meine, das hätten die doch nur so programmieren können, dass der Typ das mit... Oh, krass. Wow. Das ist heftig. Also das finde ich echt mega. Also ihr könnt mir gerne in den Kommentaren schreiben, wie ihr diese Situation gerade empfunden habt. Aber ich fand es ziemlich krass. Und das halt auch... Das so normal zu sein scheint hier in dem Spiel. Das, also, wow. Ich meine, okay, ist eine andere Zeit, eine andere Situation, aber ich find's echt mega heftig. Schreibt mir das bitte in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Und abgesehen davon, meine Kameraden sind gestorben, verflucht nochmal. Ich habe gedacht, ich ziehe jetzt echt das ganze Spiel mit denen rum, ne? Aber jetzt muss ich mir ja wieder neue Leute suchen. Fuck. Naja, egal. Es ist vorbei, ich fühle mich gut. Ich kann noch immer nicht glauben, dass du Sir Jory erschlagen hast. Ja, ich kann das immer noch nicht glauben. Jory war gewarnt, dass es kein Zurück gibt, so wie ihr alle. Und als er nach seinem Schwert greifen wollte, ließ er mir keine Wahl. Es hat mir kein Vergnügen bereitet, seinem Leben ein Ende zu setzen. Aber die Verderbnis fordert Opfer von uns allen. Ich bin dankbar, dass du hier stehst als Beweis, dass sie nicht alle umsonst waren. Habt ihr geträumt? Nach meinem Beitritt hatte ich schreckliche Träume. Solche Träume kommen, wenn du anfängst, die dunkle Brut zu spüren, so wie wir alle. Wir werden es dir ebenso wie vieles andere auch in den kommenden Monaten erklären. Bevor ich es vergesse, euer Beitritt umfasst noch eine letzte Aufgabe. Wir nehmen ein wenig von diesem Blut und füllen es in ein Amulett. So haben wir etwas, das uns an die erinnert, die es nicht so weit geschafft haben. Nimm dir Zeit. Sobald du bereit bist, möchte ich, dass du mich zu einem Treffen mit dem König begleitest. Was für eine verfluchte, krasse Scheiße das gerade war, ey. Ich komme gar nicht drauf klar. Er ließ mir keine andere Wahl. Was für ein Schwachsinn, ey. Vor allem, wenn es gerade eben ein aussagekräftiges Ritual war und man sagen könnte, okay, von drei Leuten sterben zwei im Durchschnitt bei den Grauen Wächtern beim Beitritt, dann ist es ja kein Wunder, dass die so wenig Mitglieder haben. Stellt euch einfach vor,
Wir haben, keine Ahnung, 3000 Anwärter bei den Grauen Wächtern und von diesen 3000 Anwärtern sterben 2000 und 1000 überleben. Ja, hallihallo. Okay, was ist das für ein Treffen? Der König will die Strategie für die kommende Schlacht festlegen. Ich bin mir nicht sicher, warum er auf deine Anwesenheit bestanden hat. Das Treffen findet westlich von hier statt, die Treppe hinunter. Komm bitte dorthin, sobald du soweit bist. Krass. Habe ich nicht irgendeine... Ach, jetzt habe ich Spike wieder, der auch direkt mal da ist. Okay. Bin immer noch ganz... Echt heftig. Tapferkeit. Okay, das brauchen wir nicht, das durchlesen. Moment, habe ich gerade löschen gelesen? Zurücksetzen? Keine Ahnung, egal. Spike ist auch aufgestiegen. Aufstieg, Spike, Level 3, Kriegshund. Ja, also ich, wie gesagt, ich denke mal, bei ihm zählt eigentlich bloß Konstitution und Stärke, oder? Alles andere kann eigentlich relativ vernachlässigt werden bei ihm, würde ich mal behaupten. Ich kann da überlegen, ich denke, ich werde einfach nochmal auf Stärke pumpen. Hund, Knurren, der Mabari knurrt so furchteinflößend, dass sein Gegner einen Abzug auf Verteidigung erleidet, wenn er bei einer Prüfung seiner, ja, egal. Tapferkeit, die Strapazen der Straße haben die Mabari gegen Elemente abgehärtet, er erhält einen Boni auf seine Feuer-, Kälte-, Elektrizitätsresistenz. Schreckensgeheul, also das ist hier vor allem gut, Tapferkeit gegen, Magieangriffe. Schreckensgeheul, der Mabari lässt ein lautes Geheul hören und betäubt die meisten Feinde in der Nähe, das klingt ja mal richtig geil. Ansturm. Der Mabari stützt sich auf einen Gegner. Ist der Angriff erfolgreich, bedarf er normalen Schaden und wirft sein Ziel außerdem zu Boden, wenn es bei einer Prüfung... Ich nehme aber trotzdem erstmal schreckliches Geheul. Das ist nicht ganz cool, weil es ein Flächenattribut ist. Knurren. Ach so, jetzt muss ich das hier erst irgendwie reinziehen, oder? Schreckensgeheul. Ach nee, Quatsch, das Schreckensgeheul ist das, okay. Moment, aber der hatte doch drei Sachen, oder? Knurren und Schreckensgeheul, was? Frei bewegen. Moment. Fähigkeiten Spike. Das ist es schon mal nicht. Ah, wie komme ich denn da jetzt rein? Taktik ist es auch nicht. Charakterbogen. Heldenhafte Erfolge. Ja, das ist aber alles nicht das, was ich suche. Ach hier, Talente. Knochen und Tapferkeit. Tapferkeit fehlt, oder? Ach, das ist passiv, ich Idiot. Alles klar, das ist passiv. Sag mir das doch. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal zum König. Also, mir fällt jetzt zumindest kein Grund ein... Warum ich jetzt irgendwo anders erst hingehen soll? Logan, meine Entscheidung ist gefallen. Ich werde in dieser Schlacht an der Seite der Grauen Wächter kämpfen. Ihr riskiert zu viel, Kaelin. Die Horde der Dunklen Brut ist zu gefährlich, als dass ihr an vorderster Front den Helden spielen solltet. Wenn das so ist, sollten wir vielleicht einfach darauf warten, dass die Truppen aus Orlais zu uns stoßen. Ich muss erneut gegen eure törichte Idee protestieren, dass wir Orlais brauchen, um uns zu verteidigen. Das ist keine törichte Idee. Unsere Differenzen mit Orlais sind Vergangenheit. Und ihr solltet nicht vergessen, wer hier König ist. Zum Glück muss Marek nicht mehr miterleben, wie sein Sohn Ferelden denen übergibt, die uns ein Jahrhundert lang versklavt hatten. Da müssen unsere vorhandenen Truppen wohl genügen, nicht wahr? Duncan, sind eure Männer bereit? Das sind sie, Euer Majestät.
Und ist das nicht der junge Lord aus High Ever, dem ich vorhin begegnet bin? Es sieht aus, als seien Glückwünsche angebracht. Vielen Dank, Eure Majestät. Wir brauchen jetzt jeden grauen Wächter. Ihr solltet euch geehrt fühlen, dass ihr zu ihnen gehört. Eure Faszination für Ruhm und Legenden wird euer Untergang sein, Kaelin. Wir müssen uns der Realität widmen. Schön. Legt eure Strategie da. Die Grauen Wächter und ich ziehen die dunkle Brut auf uns. Und dann? Ihr werdet dem Turm signalisieren, das Leuchtfeuer zu entzünden. Dann greifen meine Männer aus der Deckung an. Und fallen der dunklen Brut in die Flanke. Richtig. Und ihr meint den Turm von Ishal in den Ruinen, oder? Wer soll das Leuchtfeuer entzünden? Ich habe dort einige Männer stationiert. Die Aufgabe ist nicht gefährlich, aber entscheidend. Dann sollten wir sie dem Besten anvertrauen. Schickt Alistair und den neuen grauen Wächter, um sicherzugehen, dass sie erledigt wird. Ich werde mein Bestes geben, Eure Majestät. Wollt ihr sagen, ich werde nicht in der Schlacht kämpfen? Ich lasse mich nicht zum Laufburschen machen. Wenn es ungefährlich ist, dann kann ich es auch allein erledigen. Ich werde mein Bestes geben, Eure Majestät. Ihr verlasst euch zu sehr auf die grauen Wächter. Ist das wirklich klug? Ich habe genug von euren Verschwörungstheorien, Loghain. Die grauen Wächter bekämpfen die dunkle Brut, egal woher sie stammen. Euer Majestät, ihr solltet die Möglichkeit bedenken, dass sich der Erzdämon zeigen könnte. Wir haben in der Wildnis keine Drachenspuren gefunden. Sind eure Männer nicht genau deshalb hier, Duncan? Ich... Ja, Euer Majestät. Eure Majestät, der Turm und das Leuchtfeuer sind nicht nötig. Der Zirkel der Magier... Wir werden euren Zaubern keine Leben anvertrauen, Magier. Hebt sie für die dunkle Brut auf. Genug, der Plan wird aufgehen. Die grauen Wächter werden das Leuchtfeuer entzünden. Vielen Dank, Loghain. Ich kann diesen glorreichen Moment kaum erwarten. Die grauen Wächter stemmen sich an der Seite des Königs von Ferelden, der Flut des Bösen, entgegen. Ja, Kaelin, das wird ein glorreicher Moment für uns alle. Also wie ich diesen Typ hier einschätzen soll, diesen Loghain? Keine Ahnung. Du hast den Plan gehört. Du gehst mit Alistair zum Turm von Ishal. Und ihr sorgt dafür, dass das Leuchtfeuer entzündet wird. Was? Ich werde nicht an der Schlacht teilnehmen? Es ist der ausdrückliche Wunsch des Königs, Alistair. Wenn das Leuchtfeuer nicht entzündet wird, wissen Taryn Loghains Männer nicht, wann sie angreifen sollen. Er braucht also zwei graue Wächter, die da oben nur rumstehen und die Fackel halten. Nur um ganz sicher zu gehen, richtig? Wo genau ist der Turm von Ishal? Vom Lager des Königs aus liegt der Turm auf der anderen Seite der Schlucht. Es ist der gleiche Weg, auf dem wir hierher gekommen sind. Ihr müsst die Schlucht durchqueren, dann durch das Tor und bis nach oben zum Eingang des Turms. Von seiner Spitze aus könnt ihr das gesamte Tal überblicken. Klingt ziemlich einfach. Aber erstmal, wann sollen wir das Leuchtfeuer entzünden? Wir geben euch ein Signal, wenn es soweit ist. Alistair wird wissen, wonach ihr Ausschau halten müsst. Können wir uns danach dem Kampf anschließen? Ihr bleibt bei den Männern des Taryn und bewacht den Turm. Wir schicken euch eine Nachricht, wenn ihr gebraucht werdet. Was tun wir, wenn der Erzdämon auftaucht? Dann machen wir uns vor Angst in die Hose. Was sonst? Sollte das geschehen, dann überlasst ihr ihn uns. Ich will keine Heldentaten von euch beiden sehen. Ich finde das Schild so geil von dem Typ, aber auch die Einzelheiten, dass hier einfach diese Farbe, die drauf gemalt ist, schon so abblättert und da so Risse drin sind, weil es schon zu alt ist. Das ist richtig cool. Noch geil hätte ich es eigentlich gefunden, wenn vielleicht schon so ein bisschen mehr Gebrauchsspuren dran sind, weil es scheint ja auch nur ein Holzschild zu sein, als wenn hier mal so eine kleine Ecke fehlt. Oder auch hier von dem Bild da vielleicht sieht, dass er mal draufgeschlagen wurde, aber insgesamt schöne Details auf jeden Fall. Wie viel Zeit haben wir? Die Schlacht fängt bald an. Sobald ich weg bin, müsst ihr euch beeilen. Euch bleibt weniger als eine Stunde. Tja, weiß ich, was ich zu tun habe. Dann muss ich mich jetzt den anderen anschließen. Von nun an seid ihr beiden auf euch gestellt. Vergesst nicht, dass ihr graue Wächter seid. Ich erwarte, dass ihr euch dieses Titels würdig erweist. Duncan, möge der Erbauer über euch wachen. Möge er über uns alle wachen. Neue Quest, der Turm von Ishal. Ja, das sollte wohl nicht allzu schwer werden. Fällt gerade ein. Ach so, aufgestiegen, cool. Alistair, Level 5, Krieger, eine Spezialisierung. Ich werde einfach mal das immer so... Ach so, der hat schon eine Spezialisierung. Templer, Spezialisierungsbonus, plus 2... Magie plus 3 mentale Widerstandskraft. Magier, die sich weigern, sich der Kontrolle der Kirche zu unterwerfen, werden zu Abtrünnigen, die in ständiger Angst vor der Macht der Templer Magie zu bannen und dem widerstehen zu leben. Als Diener der Kirche sind die Templer seit Jahrhunderten das wirksamste Mittel, um die Verbreitung und Ausübung der Arkanenkünste zu kontrollieren.
Okay. Ich werde erstmal gucken, was ich bei ihm jetzt als nächstes quasi einsetzen will, bevor ich hier irgendwas level. Gebietssäubern. Was hat er? Rechtschaffener Schlag. Passiv. Templer sind Vollstrecker, die zur Kontrolle von Magiern und Vernichtung von Abscheulichkeiten auserwählt wurden. Jeder Nahkampftreffer eines Templers gegen einen Magieanwender entzieht diesen Mana. Oh, das ist ja cool. Was haben wir hier? Präziser Schlag. In diesem Modus versucht der Krieger jeden. Na, das brauchen wir nicht unbedingt. Der hatte doch einen Zweihänder, oder? Waffe und Schild. Hatte der nicht einen Zweihänder? Ah, nee, Quatsch. Der hatte dieses Schild. Ja, logisch. Ich bin dumm. So. Schildhammer. Benötigt Stärke 25. Überwinden. Stärke 20. Geschicklichkeit. Schildverteidigung. Benötigt Stärke 25. Der Gegner, der Charakter schlägt schnell dreimal hintereinander mit deinem Schild zu und dir verursacht mit. Ja, das wäre eigentlich so das Beste, oder? Brauchen wir also Stärke 25 und ansonsten nix. Das heißt, ich würde sagen, wir gehen jetzt und im nächsten Level erstmal auf 25 Stärke. Oder wir nehmen jetzt 22 Stärke und 1 Konstitution, das einfach ein bisschen mehr Energie bekommt und dann beim nächsten Mal geben wir ihm alle 3 Punkte auf Stärke. Na, so gefällt mir es am besten. So, dann würde ich mir diesen Punkt hier erstmal aufheben, weil ich jetzt kein anderes Talent dafür benutzen möchte im Endeffekt. Okay. Ja, mir fehlt noch eine Taste, dass ich im Kampf zwischen den einzelnen Charakteren hin und her schalten kann. Dann würde ich dich jedes Mal Klick, Fähigkeit, Klick, Fähigkeit, Klick, Fähigkeit. Ich denke, da werde ich mal kurz in den Optionen nachgucken. Steuerung. Ganze Gruppe auswählen. Gruppenmitglied 1 auswählen. Gruppenmitglied 2 auswählen. Gruppenmitglied 3. Gruppenmitglied hinzufügen. Gruppenmitglied hinzufügen. Schnellleiste. Schnellslot. Ah, das ist ja nur so halb cool. Nee, nicht abbrechen. Ach so, jetzt habe ich... Ach, ich Idiot. Das wollte ich gar nicht machen. Na, ich müsste also zwischen den F1-Tasten wählen. Gibt es da nicht einfach eine Taste, die weiter drückt? Wird doch viel einfacher. Nicht so aus. Schade, na gut, dann muss ich das halt so machen. Ganze Gruppe auswählen ist Steuerung. Ah, na gut, das ist doch schon mal ganz cool. So, wir müssen also in die Richtung. Ich denke, Ausrüstung brauchen wir auch keine neue kaufen. Schließlich haben wir ja erst vorhin uns da ein bisschen versorgt. Gehen wir einfach zum Turm. Es ist sicher keine glorreiche Aufgabe, aber dennoch sollten wir nicht trödeln. Als ob die so einfach werden wird, die Aufgabe. Der Plan wird aufgehen, Euer Majestät. Natürlich wird er das. Die Verderbnis endet hier. Thank you.
Schützen! Richtig geil. Für Ferelden! Wir müssen über die Brücke und dann zum Turm von Ishal. Dann aber Beeilung. Wie geil. Wir haben keine Zeitbegrenzung, oder? Das ist nur imaginär, geht man von aus. Schlacht da unten, ey. Richtig geil gemacht. Versteht zwar nicht so richtig in den Sinn, warum die mit Feuerpfeilen schießen, also auf Menschen mit Feuerpfeilen. Soll ja mehr Schaden hier verursachen in dem Spiel, aber so wirklich Sinn gibt es eigentlich nicht wirklich, weil wenn dich der Pfeil trifft, entweder ist es eine gefährliche Stelle und du stirbst halt durch diesen Pfeil, oder was halt oft passiert, du wirst an irgendeiner Stelle getroffen, die nicht lebensgefährlich ist, und ob der Pfeil dann brennt, ich glaube nicht, dass das dann in deinem Körper weiter brennt. Im Gegenteil, die Wunde wird dann wahrscheinlich sogar noch desinfiziert, weil da, weil die dieses Feuer halt eine desinfizierende Wirkung hat, also... Keine Ahnung, also gegen irgendwelche Holztürme oder sowas kann ich das Sinn machen mit diesen Feuerpfeilen, aber so habe ich ehrlich das Gefühl, dass es nicht wirklich sinnvoll ist. Ihr seid graue Wächter, nicht wahr? Der Turm, er wurde eingenommen. Wovon redet ihr? Was meint ihr mit eingenommen? Die dunkle Brut kam durch die tiefer gelegenen Kammern nach oben. Sie sind überall, die meisten von uns sind tot. Dann müssen wir zum Leuchtfeuer und es selbst entzünden. Aufsteigen. Wird denn das immer noch angezeigt? Ich weiß doch, dass ich aufgestiegen bin. Hä, ich habe mir das doch gespart. Ja, okay, cool. Brauchen wir nicht. So, ich würde sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschö. Bis morgen. Ach, ich sehe gerade, wir haben mal jemanden dazu bekommen, oder? Wer ist das? Magier des Zirkels. Ah, jetzt haben wir das erste Mal Magier dabei. Ja, das wird interessant. Das schauen wir uns beim nächsten Mal dann genauer an. In diesem Sinne, tschö.